Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV Video und herzlich willkommen zur ersten Folge von Vote to Arsenal. Wenn ihr das Konzept noch nicht weißt oder noch nicht verstanden habt, dann schaut einfach mal ein Ankündigungsvideo vorbei. Und hier seht ihr jetzt nochmal kurz das Non-Ra-Bronze-Team von uns mit zwei Arsenal-Spielern. Es gibt nämlich nur zwei Arsenal-Spieler von Non-Ra-Bronze. Und den Rest des Teams habe ich mit Barclays Premier League Spielern ausgefüllt. Und hier ist auch schon unser erster Gegner. Im Pokal spielen wir nämlich den Bronze-Klassiker. Und Turnier-Bonus kriegen wir 2000 Münzen und ein Premium-Bronze-Set. Und unser Gegner hat ein schwaches Team, denke ich mal. 47 Chemie, nur 60 Bewertungen. Ich kenne niemanden von, aber der Linksverteidiger kommt von Bielefeld, kenne ich aber trotzdem nicht. Und ja, er spielt mit Fünferkette. Aber mal sehen, wie das so läuft. Wir gehen rein in die erste Halbzeit. In der 9. Minute kommen wir über Jenaris, der auf Eis wird. Eis wird mit einem schönen Lüpfer über die Abwehr. Das Rosti, der muss ihn reinmachen, macht ihn aber nicht rein. Schöne Glanzparade vom gegnerischen Torwart. Da ist Richardson, Murphy. Murphy zieht schön zurück, Murphy mit der Flanke, dann ist Rossi mit dem Kopf, aber wieder gut gehalten vom gegnerischen Torwart. Das glaube ich Cannon, habe ich gerade gelesen im Tor da. In der 20. Minute kriegen wir aber trotzdem noch eine Ecke. Jenaris bringt die Ecke nach innen, das Rossi mit dem Kopf, aber wieder gut gehalten. Mit einem zweiten Versuch ist der Ball aber drin. Rossi macht das Ding in der 21. Spielminute für uns, das 0:1. Ich würde mal sagen, verdient, nach 20 Minuten waren wir, oder nach 21 Minuten sind wir die bessere Mannschaft gewesen, eindeutig, er hatte noch keinen Torschuss. Und in der 28. Minute kommen wir über Rossi, der auf Jenaris sieht wieder Rossi laufen und der schießt einfach mal oder lüpft, aber der gegnerische Torwart hält. Vorher ist jetzt im Außerdistanz, aber leichte Beute für den gegnerischen Torwart. Jenaris auf Murphy, Murphy mit einem Roulette geht er schön vorbei, Murphy hat ganz viel Platz zum Flanken. Er flankt jetzt aber mal nach innen. Das hinten ist Richardson. Und mit dem Kopf macht er das 2:0 in der 33. Spielminute für uns. Und bisher hatte der Gegner immer noch keinen Torschuss. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommen wir nochmal über Richardson. Der mit dem Überschrei zieht er schön nach innen. Jetzt schießt er einfach mal. Und der Ball ist sogar drin. Rechts und in den Knick geballert. Und ja, dann steht es 3:0. Und ja, der Gegner ist wirklich sehr schwach und man kann davon ausgehen, dass wir viele Upgrades bekommen. Und hier seht ihr es auch schon, die Statistiken sprechen für sich. 61% Ballbesitz hatten wir, er hatte 39, er hatte 0 Schüsse, wir hatten 17 Schüsse und 10 aufs Tor. Und dann gehen wir rein in die zweite Hälfte, 56. Spielminute, der Gegner mit einem katastrophalen Fehler. Rossi fängt den Ball ab, der auf Eis fällt. Eis fällt es durch, der schießt und das ist das 0:4 in der 57. Spielminute. Ganz stark gemacht oder ganz stark abgeschlossen von Eisfeld rechts unten rein und dann steht es 4:0. Das Ding ist durch, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt kommt vielleicht nochmal unser Gegner, aber wieder mit einem ganz schwachen Ball. Eisfeld mit einem schönen Ball auf Rossi, der ist schon wieder durch. Rossi, was macht er jetzt? Rossi mit dem Schuss, aber gehalten, aber da ist Meska als Abstauber und wir haben auch noch Glück, denn auch nochmal dazu in der 60. Spielminute. Steht es 0:5 und der Gegner hat überhaupt keinen Stich, also der ist echt wirklich schwach. Und Mbabu, unser Innenverteidiger, will jetzt auch nochmal ein Tor schießen vielleicht. Der mit einem schönen Dribbling, der Gegner will eigentlich gar nicht mehr angreifen. Mbabu jetzt einfach mal mit dem Schuss, aber gut gehalten, aber der Abpraller landet bei Jenaris, der kann sich aber nicht durchsetzen. Darf Murphy mit dem Schuss, aber an die Latte. Und der Ball geht ins Aus, damit ist die Situation bereinigt. In der 70. Spielminute kommen wir über Meska, der mit einem schönen Ball auf Rossi. Rossi flankt jetzt einfach mal nach innen. Das Eisfeld mit einem Seifertier, aber der geht doch übers Tor. Schade, schade, wäre ein schönes Tor geworden. Aber damit bleibt es weiter beim 0:5. Wir kriegen aber jetzt hier einen Eckball über Jenaris, der führt die Ecke kurz aus auf Meska. Meska sieht am langen Pfosten Mbabu, der mit dem Kopf und das ist auch das 0:6. 72. Spielminute 0:6. Also einen ganz schwachen Spieler haben wir hier erwischt und dann würde ich mal sagen, kommen auch viele Upgrades dazu. Also die Folge heißt wahrscheinlich ein perfekter Start. Aber jetzt kommt erstmal unser Gegner über Rubinho. Rubinho oder so ähnlich wie Rubinho, aber mit U. Aber Mbabu mit einer schönen Grätsche. Jetzt kommt Murphy. Murphy mit einem schönen Ball auf Eisfeld. Der ist durch. Eisfeld legt den Ball nochmal im Tor vorbei. Torwart vorbei.
und schließt dann eiskalt ab. Damit steht es 0-7. Welt ist hier sogar noch zweistellig. In 10 Minuten 3 Tore, denke ich aber nicht, dass wir es noch schaffen. Aber wer weiß das schon. Und ja, hat Eisbär stark gemacht. Und ja, damit ist die Partie jetzt auch zu Ende. Wir gewinnen die Partie und den Auftakt dieser Serie mit 0-7. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse der Gegner hatte. Also er hatte wirklich gar keine große Chance. Vielleicht aus 30 Meter hat er mal drauf geschossen und der ging weit am Kasten vorbei. Und ja, mal, ich bin gespannt, wie viele Upgrades wir da rausbekommen. Hier ist aber die Wiederholung. Rossi mit einem schönen Schuss, aber denk an die Latte, den habe ich glaube ich nicht gezeigt, habt ihr ja jetzt aber trotzdem nochmal gesehen. Und natürlich alles, was über 7,5 ist. Und ach du grüne Neune. Da haben ja echt alle über 7,5 außer Price. Also werden alle geupgradet. Außer Price, unserem Keeper, weil der ja natürlich nichts zu tun hat. Aber wenn das wirklich so weitergeht, dass wir in jedem Spiel so einen schwachen Gegner bekommen und jedes Spiel so alle Spieler über 8,5 haben oder so, dann werde ich das auch machen. Normalerweise werden die geupgradet, die über 7,5 haben. Aber ich denke mal, in der zweiten oder dritten Folge werde ich das nochmal ändern. Nämlich alle, die über 8,0 haben, werden geupgradet. Und hier seht ihr, wie eindeutig die Statistiken sind. Er hatte 3 Schüsse und 1 aufs Tor. Mensch, in der 90. Oh Mann, wir hatten 28 Schüsse und 1. Das war eine einseitige Partie. Und in der nächsten Folge zeige ich dann euch das nächste Team, das geupgradete Team. Ich zeige jetzt nicht euch, was ich so kaufe, weil das ziemlich lange dauert sonst. Und ja, wir sind im Viertelfinale und ich würde mich über ein Like, Abo und Feedback für die erste Folge natürlich sehr freuen. Und dann macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao.